Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, vor einem Jahr, es war auch Adventszeit, haben wir ja schon mal sehr intensiv und heftig nach zweijähriger Debatte das Parteiengesetz oder eine Änderung des Parteiengesetzes verabschiedet. Und da war ja auch ein wichtiger Punkt in dieser Debatte, dass wir mehr Transparenz in die Parteienfinanzierung hineinbekommen. Und ich denke auch, und Kollege Frieser hat das auch schon ausgeführt, das ist uns auch durchaus gelungen durch die Änderungen, die wir seinerzeit ins Gesetz hineingebracht haben. Und dass wir jetzt erneut über dieses Thema sprechen müssen, mehr Transparenz oder haben wir genügend Transparenz in der Parteienfinanzierung, ist ja einem aktuellen Anlass geschuldet. Und Kollege Nitan, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das hier auch so offen angesprochen haben, dass das ein Fehler war und dass sich so etwas auch nicht wiederholen darf. Und ich glaube auch schon, das kann Ihnen auch nur peinlich sein, so eine Überschrift, Rent-Sozi, in den Medien zu lesen. Und die Überschrift in der Taz vom gestrigen Tag, die lautet Schluss mit Rent-Sozi, macht es ja auch nicht wirklich besser, weil diese Art Überschrift, wenn es so ist, ja auch immer irgendwie eine Art von Käuflichkeit suggeriert. Ich bin weit entfernt von jeder Art irgendeiner Art von Schadenfreude. Denn seien wir doch mal ehrlich, es fällt doch auf uns alle zurück, auf die gesamte Politikerklasse, auf uns alle. Und wir müssen alle diesem Eindruck entgegentreten, dass in irgendeiner Art und Weise Politik käuflich sein könnte. Politiker stehen sowieso schon in der Beliebtheitsskala ganz unten. Und insofern sind die Aktivitäten dieser Ihrer Werbeagentur, die Sie vorhin erwähnt haben, Network Media, absolut kontraproduktiv und insgesamt schädlich. Und dass die betroffenen Politiker, Herr Oppermann hat teilgenommen, Frau Lamprecht hat teilgenommen, Olaf Lies, mein Wirtschaftsminister in Niedersachsen der SPD, hat teilgenommen, diese Geldzahlungen nicht kannten, macht es ja nicht wirklich besser. Der Negativeindruck ist erst mal da. Und insofern müssen wir alles tun, damit sich dieses nicht wiederholt. Und ich möchte auch noch mal an Kollegen Frieser erinnern, der vorhin gesagt hat, dieser Vorgang hat absolut nichts mit dem normalen Sponsoring zu tun, sondern da ist gesagt worden, der Politiker, eben in Ihrem Falle jetzt Ihre Politiker, Führungskräfte kommen nur, wenn dann eine Summe X gezahlt wird. Und auch andere Parteien, ich will uns da nicht ausnehmen, 2010 war das auch ein Fehler. Ich bezeichne das insgesamt bei jeder Partei als Fehler, wenn so etwas passiert, wenn der Eindruck übermittelt wird, ein Politiker, mit einem Politiker kann ich nur sprechen, wenn ich vorher dafür bezahlt habe. Das möchte ich nicht. Ansonsten zur Parteienfinanzierung insgesamt kann ich nur sagen, das ist im Grundgesetz in Artikel 21 auch schon geregelt. Die Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen Rechenschaft abgeben. Und das haben wir ja auch mit der Novellierung im letzten Jahr getan. Da ist die einschlägige Vorschrift der Paragraph 24 im Parteiengesetz. Frau Kollegin Woltmann, das ist eine gute Stelle, um Sie mal zu unterbrechen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Wolf? Ich glaube, wir sind jetzt so schon in Zeitverzug. Ich möchte gerne weitermachen. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, wie sich Parteien finanzieren können, über Mitgliedsbeiträge, Spenden, aber auch natürlich Sponsoring. Und Sponsoring ist ein legales mögliches Mittel. Es ist überprüft worden. GRECO hat gesagt, das ist verfassungsgemäß, es ist alles in Ordnung. Wir können das so machen. Und werter, geschätzter Kollege Helmut Brandt, der jetzt im Moment nicht mehr da ist, hat in seiner Rede am 17. Dezember im letzten Jahr auch, er ist ja bei uns der zuständige Berichterstatter, schon dazu ausgeführt, dass der Paragraph 24 im Parteiengesetz das auch mit erfasst. Aber ich möchte hier noch mal an dieser Stelle ganz ausdrücklich betonen, selbst wenn wir welche auch wie auch immer gearteten
Offenlegungs- und transparenteren Regelungen hätten bezüglich des Sponsorings. Dieser Fall wäre nicht davon erfasst gewesen. Und ich möchte auch daran erinnern noch, dass jeder Abgeordnete, wir haben ja auch die Verhaltensregeln, den Kodex am Anfang dieser Periode noch mal alle bekommen, den wir auch selber ja mit diskutiert haben, den wir uns selbst gegeben haben. Das sind auch wichtige Dinge. Jeder selber muss immer sich fragen, was tue ich, ist das politisch korrekt und handle ich richtig? Und daran müssen wir uns ausrichten. Wir halten eine weitergehende Regelung nicht für erforderlich, weil wir glauben, dass der 24 das abdeckt. Aber wenn es gute Vorschläge gibt, wäre ich jetzt die Letzte, die da auch nicht gerne auch noch mal drüber redet. Aber wie gesagt, dieser Vorgang wäre davon nicht erfasst gewesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Debatte angelangt. Wir kommen zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache